Hallöchen Leute, Servus. Ich habe jede Menge tolle, schöne Informationen für euch und man sieht es vielleicht auch, ich freue mich sehr. Und ich fange einfach mal an. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Ankündigung hier auf diesem Kanal. Das war ja der gemeinsame Livestream mit Matta seit langer Zeit mal wieder auf Twitch. Und was soll ich sagen, es hat einfach so wunderbar funktioniert. Es war einfach großartig. Der Livestream war toll, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und es war einfach auch absolut faszinierend für mich zu sehen, wie sehr es sich doch für mich gelohnt hat, wieder zurück zu Twitch zu gehen. Unfassbar, wie viel besser die Resonanz dort einfach in jederlei Hinsicht ist. Also technisch hat das besser geklappt als hier auf YouTube. Die ganze Möglichkeiten, die es dann da gab, waren besser. Und im Chat war so viel mehr los und ach, es war einfach toll. Und ja, wer auf dem Lightcatcher Community Discord ist, Link natürlich in der Videobeschreibung oder mir auf Twitter folgt, der hat ja dann mitbekommen, dass es seit diesem letzten Stream mit Matta jede Menge weitere gab. Das waren jetzt noch so 7, 8 Streams und ja, das hat jetzt am Ende sogar dazu geführt, dass ich jetzt ins Twitch Affiliate Programm gekommen bin. Das ist so ein bisschen sowas wie die kleine Partnerschaft bei Twitch und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht springt ja dann sogar noch irgendwann die große bei raus, aber erst einmal ist jetzt mit dieser kleinen Affiliate Partnerschaft natürlich auch schon eine ganze Menge möglich, was vorher nicht ging, aber die wichtigste Info für euch an dieser Stelle ist auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit, die ich da jetzt auch reinbringen möchte. Und ab sofort wird es also jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr einen Livestream auf Twitch geben. Und da freue ich mich einfach auch total, jetzt einfach wieder mehr für euch machen zu können, in dieser direkten Interaktion mit euch zu sein. YouTube ist deswegen natürlich nicht tot oder sowas, aber hier war es jetzt einfach lange Zeit sowieso gerade ziemlich still. Und bevor ich irgendwie gar nichts mache, gerade irgendwie streame ich doch viel lieber für euch. Und das ist auch einfach schön zu sehen, wie gut das einfach auf Twitch gerade funktioniert. Und ja, dann habe ich jetzt so ein bisschen meinen fixen Termin, auf den ich mich immer einstellen kann. Und ihr habt, sofern ihr zuschauen möchtet, eben auch einen Termin, auf den ihr euch da so ein bisschen verlassen könnt. Und das ist doch schon mal eine richtig gute Sache. Ja, das ist erst einmal so die wichtigste Information, die ich jetzt mit diesem Video an euch geben wollte. Und jetzt hat sich natürlich durch dieses Affiliate-Programm und die ganzen Möglichkeiten, und ich habe da ja auch auf Twitch jetzt viel gebastelt zuletzt, würde ich euch jetzt einfach gerade noch ein bisschen zeigen, was sich da jetzt alles getan hat und was man jetzt machen kann. Aber wie gesagt, die wichtigste Info, um die es mir jetzt eigentlich ging, jetzt jeden Mittwoch 19.30 Uhr einen Livestream auf Twitch. Und ja, das heißt auch jetzt morgen schon, ne? Natürlich, das heißt das. Okay, ihr Lieben, dann gibt es jetzt noch ein bisschen weitere Informationen. Und ja, ich freue mich auf Mittwoch. So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meiner Twitch-Seite und ihr seht schon direkt den deutlich großen Offline-Screen und auch mein neues Logo, das ich mir jetzt vor einiger Zeit erstellt habe, habe ich hier auf YouTube noch nicht, aber inzwischen schon auf dem Community-Discord und so weiter. Ihr seht hier diese sehr süße Figur, ein Emoticon, ein Mischwort aus Otter, meine Lieblingstiere, und Emote, und gibt's auf dem Community-Discord ja auch schon lange in unterschiedlichsten Varianten, hat die liebe Positive für mich gezeichnet und jetzt auch ganz neu eben als Twitch-Emote. Kommen wir gleich noch zu. Und ihr seht dann hier eben jetzt auch schon die Streamzeiten immer mittwochs. Und außerdem habe ich vorher nicht gesagt, abseits davon sind jederzeit spontan Streams möglich. Die würde ich dann auf dem Community-Discord ankündigen oder auch auf Twitter. Und ja, so, und alle wichtigen Informationen, die es jetzt noch so ein bisschen zu zeigen und ja, zu erklären gibt, die sind aber auch für alle Leute, die selber nachlesen wollen, wenn ihr nur ein bisschen runter scrollt, dann habe ich mir hier nämlich ein bisschen wie eine kleine Wall of Text aufgebaut, verschiedene Infobanner gestaltet und da steht eigentlich auch alles, was ja, was ich euch jetzt auch ein bisschen in diesem Video erklären möchte. Also, was das Affiliate-Programm natürlich so besonders macht, ist, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, abonniert zu werden. Ne? Das heißt also, Leute können mir jetzt nicht einfach nur folgen, sondern eben auch abonnieren. Subscription bedeutet, das kostet monatlich Geld, das dann eben an mich geht, womit man mich dann ganz aktiv mit unterstützen kann. Und da gibt es 3 Stufen auf Twitch. Für 4,99 im Monat, 9,99 im Monat und sogar 24,99 im Monat. Wobei ich mich frage, ob jemals irgendwie dieses krasse Abo machen wird, keine Ahnung. Und
sehr, sehr spannend, aber wenn ihr Amazon Prime habt und mit Twitch verknüpft, dann könnt ihr einmal pro Monat einen Streamer gratis abonnieren. Also Prime zahlt ihr ja eh schon und dann ohne jetzt zusätzliches Geld quasi in die Hand zu nehmen, um da jetzt diese Subscription zu machen, könnt ihr das dann halt über Amazon Prime mit dieser Verknüpfung. Genau, das entspricht dann einem Stufe 1 Abonnement. Genau. Und ja, was machen diese verschiedenen Stufen? Momentan habe ich als Affiliate einen Slot für Emotes, die ich dann zur Verfügung stellen kann. Das werden mit der Zeit mehr werden. Ich muss dafür sogenannte Abonnentenpunkte sammeln, mal gucken, wie lange das dauern wird. Und bei diesen Stufen gibt es dann aber jeweils zusätzliche Slots. So, und viele Streamer, habe ich gesehen, machen dann eben auch sehr unterschiedliche Emotes. Das wollte ich aber nicht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, dann also quasi Leute zu benachteiligen, die halt jetzt nur das 4,99 Abo nehmen wollen, was ja auch völlig okay ist. Oder halt eben das Amazon Prime Abo. Und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, okay, die Basis ist jetzt immer dieser Emoticon mit dem Herz. Und dann kriegt jetzt einfach nur dieses Herz ein paar Upgrade und im letzten glitzert es dann einfach auch noch. Und kann man machen, aber dann ist da jetzt keine zu krasse Benachteiligung. Es wäre vielleicht noch wichtig zu sagen, in diesem Moment, und ich hoffe mal, dass es jetzt am Stream am Mittwoch soweit ist, in diesem Moment sind die jetzt von Twitch auch noch nicht freigegeben. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das klappen wird. Also eingereicht habe ich sie letzten Samstag. Das Ding ist halt einfach, also sie wurden ja explizit für mich gezeichnet von der lieben Positive, die Credits sind hier da, also es werden keine Urheberrechte verletzt, es ist ja auch sonst nichts Anstößiges, das irgendwie gegen Richtlinien verstoßen würde, also von daher, ich bin zuversichtlich, dass das klappt, aber nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr jetzt in diesem Moment schon sagt, okay, boah, krass, ich will so ein Abo abschließen, dann werden die euch in diesem Moment noch nicht angezeigt. Ich kann mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, sie sind noch nicht da. Momentan sehen wir erstmal nur, ich habe ein Abo bei Heady K und da sehe ich seine Emotes, aber okay, mal gucken, wann sie dann bei mir erscheinen. Genau, so was für Vorteile hat man außerdem als Subscriber. Ich habe das hier so ein bisschen aufgelistet, also ihr kriegt dann halt die Emoticons. Ein sichtbares Treue-Badge im Chat vor eurem Namen. Genau, das habe ich hier mal geöffnet. Genau, wieder mein neues Lightcatcher-Logo. Ich mag das irgendwie. Es war so eine schöne Idee, finde ich, mit dieser Hand und der Flamme. Und genau, das habe ich jetzt mal so ein bisschen als Badge gemacht. Und je nachdem, wie lange ihr denn Abonnent seid, verändert sich das auch. Genau, sehr interessant vielleicht. Außerdem die ersten 10 Subscriber, 2 habe ich jetzt schon. Bei denen wird das ein anderes Symbol sein. Das kann man aber in den Twitch-Einstellungen ein- und ausschalten. Das sind dann die sogenannten Gründer, die ersten 10 Unterstützer. Die sind halt besonders zu erkennen. Genau. Ja, dann gibt es bei Twitch natürlich die Sache mit den Donations. Die Donation über TippyStream, die gibt es bei mir ja schon seit vielen Jahren. Jetzt neu dazugekommen, also auch so eine Form, mich eben zusätzlich finanziell zu unterstützen, ist die Sache mit den Bits. Ich klicke das hier mal an. Die kann man auf Twitch kann man die kaufen. Ein Bit entspricht einem US-Cent. Es ist dann halt in Euro umgerechnet. Genau, und die kann man also nutzen, auf sein Bit-Konto laden und dann im Chat cheeren. Das macht man dann hier unten über diesen Pfeil. Das kann ich jetzt euch hier nicht zeigen, weil in meinem eigenen Kanal kann ich nicht cheeren. Aber dann wird eure Chat-Nachricht also besonders hervorgehoben. Und dieser Gegenwert an Bits, den ihr also jetzt benutzt habt, um diese Nachricht loszuschicken, der wird mir dann gut geschrieben, genau. Mindestmenge dafür sind 100 Bits, das heißt also 1 Euro dann, also oder 1 Dollar. Genau. Was außerdem passiert, wenn man Bit, also Nachrichten schickt, hier über dem Chat ist so eine automatisierte Bestenliste. Jetzt cheeren und zur Nummer 1 werden, also noch hat niemand gecheert. Und dann werdet ihr hier stehen und die Person, die dann also quasi die meisten Bits benutzt hat, dann im Laufe dieser ganzen Zeit, die wird dann da oben zu sehen sein. Und man kann auch Abos verschenken. Also ihr könnt natürlich selber für euch subscriben, aber ihr könnt jetzt auch eine Subscription bei mir an jemand anderen verschenken und das würde dann ebenfalls hier oben stehen. So, das sind jetzt erstmal so diese ganzen Sachen, die jetzt vor allem durch das Affiliate-Programm dazu gekommen sind. Aber das möchte ich einfach halt erklärt haben, genau. Damit ihr da auch wisst, dass ich da transparent mit euch sein will.
Genau, und dann haben wir noch die Sache mit den Chat-Befehlen. Das habe ich mir jetzt noch gebastelt vor kurzem. Da gibt es erstmal hier so ganz allgemeine Befehle. Da hätten wir zum Beispiel, hier machen wir es mal gerade über Freunde, habe ich einen Befehl gemacht, also ein Ausrufezeichen Freunde in den Chat schreiben. Und dann gibt es jetzt hier so ein paar Links zu Leuten, die ich ganz besonders lieb habe. Leute, die mir eben einfach persönlich wichtig sind, auf die ich hinweisen möchte. Und ja, da gibt es dann halt die Links zu deren Twitch-Kanälen. Gibt auch sowas hier, Uptime, kann ich natürlich jetzt, ne, was würde passieren eigentlich? Also immer wenn ein Stream läuft, kann man über diesen Befehl dann sehen, wie lange der Stream schon geht. Der Stream läuft schon, Doppelpunkt, Channel is not live. Ja, gut, so, aber da würde dann eine Zeit stehen. Also wer an solchen Details interessiert ist. Und ich habe noch zwei besondere Befehle gemacht mit dem Nightbot. Es gibt Lighty Facts, das wird bestimmt sehr lustig. Der spuckt dann zufällig einen von 50 zufälligen Fakten über mich aus. Wir probieren das jetzt einfach mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was es da jetzt über mich zu gibt. Lighty rockt ab auf Melodic Heroic Power bzw. Interdimensional Space Metal. Das sind zur Erklärung die Eigenbezeichnungen für den Stil, den die Band Gloryhammer macht. Ich liebe sie. Gloryhammer ist großartig. Und bei ihrem ersten Album waren sie der Meinung, ihr Stil ist Melodic Heroic Power Metal. Und mit dem neuesten Album haben sie es jetzt Interdimensional Space Metal genannt. Ja, also solche Facts gibt's dann da. Lustige Sachen auch. Also wirkliche Fakten über mich. Also alles, was da steht, stimmt auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch einen anderen Befehl. HDR-Loch. Klingt komisch, ist aber so. Und ihr kennt das ja bei mir, ne? Meine sogenannte Löcherkrankheit. Running Gag hier auf YouTube, aber auch bei meinen Streams seit, ich weiß nicht, 2011 oder so. Wenn irgendwo in einem Game Löcher sind, ich fall meistens rein und schaff so schwierige Sprungpassagen nicht und fall immer wieder rein und ja, es ist sehr lustig. Ich find's manchmal ein bisschen nervig, aber es ist einfach so, ich mach das nicht mit Absicht. Und ja, die Community hat es dann irgendwann mal ganz offiziell Löcherkrankheit genannt und ich dachte, ich bin ja so ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Es gibt so viele schöne Herr-der-Ringe-Zitate, die eigentlich in so eine Situation passen würden. Also habe ich den Nightbot beigebracht mit dem Befehl HDR-Loch, dann eines von aktuell 25 beziehungsweise eigentlich sind es 30, zufälligen Herr-der-Ringe-Zitaten, die dann halt in so eine Situation passen. Probieren wir einfach auch nochmal aus. HDR-Loch. Und mal gucken, was er jetzt ausspuckt. Hoffentlich eines der guten. Ich will nicht sagen, weinet nicht, denn nicht alle Tränen sind von übel. Ja, okay, gut. Ja. In so einem verzweifelten Moment, ne? Ja, schön. Schön, ja, ein Zitat von Gandalf im Übrigen. Genau. So, ja, den ganzen Rest könnt ihr hier, wie schon gesagt, lesen. Ich denke, damit sind erstmal soweit alle Sachen geklärt. Ich freue mich sehr, euch dann am Mittwoch im Stream zu sehen. Jetzt am kommenden Mittwoch und dann eben auch in den ganzen zukünftigen Streams. Das war jetzt ein langes Infovideo, aber ich wollte euch das alles gezeigt und erklärt haben und dann wisst ihr jetzt Bescheid und ich freue mich riesig. Also hoffen wir doch einfach mal auf eine sehr gute gemeinsame Zeit auf Twitch und wie schon gesagt, keine Sorge, tot ist YouTube deswegen nicht für mich, auf gar keinen Fall. Okay, ihr Lieben, macht's gut und bis dann!